Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in dem Spiel Mountain Blade 2 Bannerlord. Wir machen weiter mit unserer Kampagne, unserem aufstrebenden Steppenfürsten, dem King Khan, der in der letzten Folge ein paar Imperialen, sagen wir, aufgelauert hat, verfolgt hat, ein paar verprügelt hat und sich etwas Reichtum angeeignet hat. Und wir haben in der letzten Folge festgestellt, wir brauchen ein paar Steppenpferde. Und die gibt es da hinten, hoffe ich. Denn dann können wir unsere Einheit ein bisschen besser machen. Und ja, dann waren wir am Überlegen, oder war ich am Überlegen, ob wir uns jetzt als Vasall einschreiben für Kuhseid. Guck mal, nehmen wir. Steppenpferd haben wir 6. Das nehmen wir auch mit. 6.000, das ist ein bisschen doll teuer. Oh, ein Maultier. Ihr wisst ja, ich mag Maultiere. Ja, ob wir uns als Vasall einschreiben für Kuhseid, dann würden wir nämlich bei Eroberungskriegen selber etwas zugeschrieben bekommen und könnten unsere eigene Stadt und sowas dann verwalten. Beziehungsweise erst einmal eine Burg, würde ich sagen. Ja, wäre eine Möglichkeit, ne? Wäre eine Möglichkeit. Wir sind ja immer noch im Dienst der Batania. Das heißt, um aus dem Dienst da austreten zu können, müssten wir jetzt einmal nach dahin reiten, ne, bis wir einen von denen treffen. Okay, das heißt, wir kommen ja so oder so nicht drum rum. Ich habe mal geschaut gehabt, wir hatten ja festgestellt, dass wir hier in Marquep keinen Umsatz machen mit unserer Schmiede. Ja, also das Ausgangsmaterial Eisen fehlt halt und... Ich hatte schon mal geschaut gehabt. Ich weiß nicht, warum sie nichts produziert, denn Eisenerz ist in Marquep eigentlich vorhanden. Also wenn wir jetzt hier mal reinschauen, haben wir auf jeden Fall Eisenerz und das nicht zu wenig. Silbererz. Oder können die aus dem Eisenerz kein Eisen herstellen? Das wäre totaler Quatsch. Ja, das fehlt mir ein bisschen. Also ich finde so, das aus, also diese ganzen Werkstätten, so, das ist voll ausbaufähig. Also das finde ich überhaupt nicht gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Du weißt nämlich gar nicht, woran es jetzt mangelt, warum die da nicht bauen. Oder falls ihr einen Tipp habt, woran das liegt, dann gerne rein in die Kommentare. Ich habe mir mal sagen lassen, wenn du hier oben hinschaust, was sie produzieren, dann kannst du dich danach richten. Und hier steht ja halt Eisenerz, ne? Fisch, Salz, ja. Tut sich aber nichts. Es sei denn, die andere Schmiede kauft uns natürlich das ganze Eisen weg. Ja, auch möglich. Okay, so. 31 Kilo, wow. Ja, das heißt, wir reisen nach Batania zurück, durchs Feindesland. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was verprügeln. Ich würde sagen, erstmal hier, so in diese Richtung. Und dann kündigen wir unseren Vertrag mit denen auf. Wäre jetzt so meine Idee. Man könnte mir entweder schließen wir uns nochmal in der Aserei. Das wäre auch nochmal eine coole Sache, uns der Aserei anzuschließen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich glaube, da standen wir ja schon fast jedem im Dienst. Na, wir gucken mal, wir haben Level Up. Ob wir das hier auf einhändig machen wollen? Reitkunst, Athletik. Ich würde Taktik gerne noch einen draufpacken. Sturgeon erklärt in Batania den Krieg. Warte mal, stopp. Das heißt, die Sturgia, das nördliche Imperium ist das. Ich vergesse jetzt mal, wer ihr seid. Hallo? Und die Aserei, wo wir uns ja gefragt haben, wieso die Aserei... Und die, ne? Okay. Heißt das, wir würden jetzt mehr Geld bekommen? Na, ich glaube nicht. Jetzt müssten wir wieder, glaube ich, neu verhandeln, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wir reiten einmal zurück. Kündigen den Vertrag mit den Batanian. Und schließen uns mal der Aserei an. Und ja, ich weiß, wir reiten hier mitten durch Feindesgebiet.
Es ist nicht ganz ungefährlich, da bin ich mir... bin ich ziemlich sicher, dass es zu Problemen kommen kann. Wenn man es trotzdem einmal... Oh, es war ein Riesenfehler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die schießen uns in Stücke, ne? Warte mal. Das war, wer kam denn auf diese blöde Idee, durch Feindesgebiet zu reiten, ey? Jetzt mal ohne Witz. Etwas leichtsinnig. Nur etwas. Guck mal, was ist denn hier oben? Was hast du denn? Haufen Infanterie. 105. Die Gefahr ist sehr groß, dass wir das nicht schaffen oder sehr viele Verluste einfahren. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Dafür fehlt mir aber so dieses taktische Verständnis hier drin noch. Okay, nördliches Imperium, okay. Vielleicht bleiben wir doch noch hier. Du willst nach Maronat bestimmt, ne? Nee. Nach Burg Lanok. Nach Lanok? Wo ist denn das? Ach, hier hinten willst du hin. Ja, dann reiten wir doch nochmal zurück. Oh, da war jemand. 86. Ein bisschen feige sind wir ja schon. Vielleicht können wir damit aushelfen. Das sind immer 533 Leute. Ja, den hätten wir es auch aufnehmen können. Achso, halt, stopp, ich wollte gleich von dir. Danke, schönen Tag noch. Oh, der ist mir zu groß. Guckt euch die an. Wir warten hier kurz. Achso, kein Wein, ne? Grüß die Wache. Dankeschön. Achso, ja, wir müssen warten. Wartest du jetzt auf mich? Geh weg. Niemand mag dich. Ich glaube, der wartet wirklich auf uns. Er geht weg. Ja, toll. Das läuft ja super hier gerade. Schnell da lang reiten. Gott, oh Gott, war das knapp. Zurück, ne? Ah! Ich hätte ja gerne mitgemischt. Was schaffst du doch gar nicht. Wie viel hast du jetzt noch? Ich weiß nicht, wie er das mit dieser Armee jetzt da aufnehmen will. Ah, er kriegt Verstärkung. Okay, warte mal, dann schließen wir uns da eventuell mit an. Es sind noch 99. Ich will mal was testen. Wenn ich die jetzt angreife, helfen die mir eigentlich? Das gucken, was passiert denn da jetzt? Ja, okay, wunderbar. Ja, cool. Sowas in der Richtung hatte ich mir eigentlich vorgestellt. Dann trinken wir einen Schluck. Vielleicht bleiben wir doch erstmal bei den Bataniern. Ich meine, in erster Linie geht es uns ja ums Geld und wir brauchen ja so ein bisschen Geld. Aber ich würde sagen, wir verdienen noch ein bisschen was, dass wir uns eine weitere Werkstatt kaufen. Wenn die Marquette nicht funktioniert, verkaufen wir die einfach. Und dann holen wir so anders welche, denn Werkstätten können mitunter schon ganz gut Geld einbringen. Stay close! Das habt ihr mir gegeben. Okay. Wo reiten wir denn hin? Anscheinend stehe ich hier völlig im Weg. Was machen wir denn? Hallo? Ich bin verwirrt. Ach, da geht's lang. War gerade völlig verwirrt. Entschuldigung, muss da mal durch. Das wird eine ordentliche Feldschlacht, sage ich euch. Wir packen mal unsere Infanterie erstmal hier hin. Und der Rest kann mir folgen. Gucken mal, ob wir ein bisschen was abfrühstücken können. Ah, die haben sehr viel, ne?
Infants, make a shield wall! Es ist immer zur Anfangszeit, dass das leckt. Ja, es tut mir leid, dass es wieder so leckt. Ich weiß auch noch nicht, woran das liegt. Also die Sache ist, es kann eigentlich nicht unbedingt an der Rechnerleistung liegen, denn der ist nicht ausgelastet beim Spiel. Okay, wir lassen alle angreifen. Immer so, als würde der sich so ein bisschen verschlucken, der PC. Alter, wie schlecht willst du kämpfen? Lass den da stehen, das ist meiner. Ja. Schließlich wollen wir was von einer Beute haben. War es das schon? Da oben ist einer. Au. Okay. Okay, wir haben nur drei Leute verloren. Fußsoldaten, Nomade, ein Reiter. Das ist noch zu verkraften. Ja, war ein schönes Eröffnungsgefecht. Ich habe auch so das Gefühl, dass das erst seit dem aktuellsten Patch ist, dass das immer so häufig aussetzt. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Muss das nochmal klären. Ja, sauber. Seeräuber-Oberhaupt. Kann man damit was anfangen? Bringen die irgendwas? Guck mal, da kann ja auch zu einem Kavalleristen werden. Aber dazu brauchst du bestimmt irgend so ein botanisches Pferd, ne? Ja. Nee, das ist Sturjanisches. Ja, pass auf, nimm alle mit, die verkaufen wir. Und alle, die weglaufen, dann ist das halt so. Wunderbar. Ja, ja, ist egal, nimm trotzdem mit. Gibt's hier eine Stadt? Die verkaufen wir direkt. Hoffen, dass jetzt nicht so viele davon ausbrechen auf die Schnelle. Sieht noch gut aus. Haben wir erstmal schön Geld verdient. Perfekt. 11.000. Geil. Das nehmen wir mit. Okay, wir können nichts Neues holen. So, jetzt haben wir natürlich auch, jetzt haben wir so viel Pferde gekauft und sind schon wieder alle weg. okay, was haben wir hier? Eichenschildbanner. Verringerter erlittener Schildschaden. Okay, das brauchen wir nicht ganz so. Wir könnten ein paar Datteln mitnehmen. Habt ihr Datteln? Nein. Bier. Oliven. Na gut. Haben wir irgendwas Brauchbares? Schuppenweste herrschaftlich. Das klingt doch schon mal nach was. Bitteschön. 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 Sortiert das eigentlich immer automatisch oder klicke ich da wo umsonst drauf? Achso, halt. Dima. Haben wir was für dich noch? Nö. Das ist, kommt weg. Was haben wir hier noch?
Ah, diese Rundschilder finde ich gar nicht mal schlecht. Okay, das kann wohl alles weg. 9000 machen wir da nochmal. Das ist cool. So, warte mal, ich wollte jetzt hier mal gucken. Trauben, Hartholz, Flachs. Peace to you, Stranger. Naja, auch Peace zu dir. Was willst du denn dafür haben? 22.000, gib her. Halt, nein, keine Karawane. So. Flachs, ne? Jetzt will ich hoffen, dass wir was damit produzieren. Wir kriegen da drüben nichts rein, ne? Wir machen da mal Getreide draus. Bier. Gucken, ob das funktioniert. Und dann schauen wir mal. Okay, jetzt haben wir noch 24.000. Bekommen noch 360 Söldnervertrag. Cool. Haben noch irgendwas gelevelt. Taktik. Sehr schön. Verschneit und bewaldet kämpfen wir eher selten, ne? Also bis jetzt. Okay, cool. Nehmen wir mit. Noch hier jemand ohne Fahrschein? Nö. Ja, schön. Das hat sich auf jeden Fall schon mal sehr für uns gelohnt. Wo ist denn die nächste Armee? Da unten. Es sind aber nur 300 Dudes. 397 Dudes. Guck mal, vielleicht können wir da auch noch mitmischen. Nein. Aber guck mal, da ist die Aserei. Ich habe da aber gerade was Besseres gesehen. Was Leichteres zumindest. Wir holen uns erstmal das hier. Was auch immer die Aserei hier oben will, ne? Tja, hättet ihr euch mal ergeben. Blöd gelaufen. Gefangene weg, denn die verlangsamen uns ein bisschen, ne? 50 Taler. Hat sich voll gelohnt. Taler. Nehmen wir am Turnier teil? Ja, denke ich mal. Platz 14. Vollblut. Das Vollblut können wir verkaufen. Nehmen wir auch mal direkt eine Runde am Turnier teil. Denn dann sammeln wir noch ein bisschen Geld. Für weitere Werkstätten. Aber erstmal müssen wir es gewinnen. Das ist zum Beispiel eine sehr coole Arena. Achso, ich hab gerade gedacht, ich hab einen Bogen genannt. So, das war die erste Runde. Den haben wir voll reingedrückt. Hey! Komm her, du botanischer Held. Ach, verdammt. Hey, komm mal her. Ich will ein bisschen Schatten kämpfen. Selber hör. Doink, doink, doink. Ja, sauber. Oh, schön 6 Ansehen dazu bekommen.
Stell dir vor, du kriegst mit so einer Axt erstmal voll ein ins Gesicht. Da stehst du nie wieder auf. ...8000. Ey, das können wir sogar selber verwenden. Aber es bringt uns überhaupt nichts, außer Kohle. Okay, so. Ich bin ehrlich mit euch, ich würde gerne auch ein bisschen für die Aserei kämpfen. Pass auf, wir machen das hier oben mal folgendes. Wir sagen jetzt hier mal Dankeschön und auf Wiedersehen. War nett mit euch. Und danke für den vielen Fisch. Ja, ja, entlasst mich daraus. Und jetzt sind wir so dreist und reiten in die Aserei. Das ist jetzt aber Pen-Kanok-Rebellen, okay. Lageta-Rebellen? Sehr viele Rebellen. Wir reiten erstmal nach Kuyas. Dort schließen wir uns der Aserei an. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt diese Stadt erobern würde? Würde die mir gehören? Oder geht die dann wieder in den Ursprungsbesitz über? Die müsste ja eigentlich mir gehören, ne? Weil ich sie übernommen habe von den Rebellen. Habe ich auch noch nie gemacht. Also eine Stadt selber habe ich auch noch nicht angegriffen. So Burgen, Dörfer, ja gut, Dörfer halt ist überfallen, ne? So Burgen, ja, aber eine Stadt selbst habe ich noch nicht erobert. Das steht auch noch auf meiner Bucketlist. Das Gute ist, man reist hier sehr schnell. Oh, 270 Werkstatteinnahmen, da gucken wir uns mal genauer rein. Lass uns da mal kurz drauf gucken. Ja, okay, die Brauerei um ein so viel besser. 183, 87. Eine Werkstatt können wir noch machen. Wir könnten noch ein paar Gassen nehmen, okay. Aber wir haben jetzt gerade nicht so viel Geld. Ich will jetzt auch nicht alles dafür ausgeben. So ein paar Kamelreiter wären ja auch nicht schlecht, ne? Das passt nicht so richtig in die Rolle jetzt rein, welche von denen mir noch annehme. Genau, wir wollten jetzt hier mit euch sprechen. Hallo Jinder. Kannst du ein bisschen freundlicher gucken? Ihr braucht ja für... Seid ihr nicht gerade noch mit Batanien im Krieg? Oder habt ihr da schon alles weggefrühstückt? Standen die hier nicht gerade noch im Marun? Ach, die haben Frieden geklärt, ne? Oh, jetzt sind wir zu spät. Das ist jetzt belastend. Na toll. Okay, dann... Ja, will ich jetzt aber auch nicht so lange warten, bis die wieder Krieg mit denen da oben führen. Okay, passt auf, dann machen wir Folgendes. Wir reisen jetzt hier unten entlang, gucken, ob wir noch ein paar Aufgaben erfüllen und ähnliches, reisen dann hier hoch in unsere Heimat und schließen uns dann als Vasall den dementsprechend an. Ja, weil irgendwo brauchen wir auch ein Ziel, ne? Aber vielleicht können wir zwischendurch hier noch ein bisschen was erledigen. Wo ist die nächste Stadt denn hier? Nimm mal hier Sanala an der Küste. Vielleicht können wir hier noch die eine oder andere Quest erledigen. Sind auch schon mal bei 24 Minuten. Die Zeit rennt in diesem Spiel. King Khan der Wüstenräuber wird das jetzt. Was hast du für eine Aufgabe für uns? Armee vom Wilder. Na, siehst du, da kann man auch schon mal ein bisschen Kleingeld verdienen. Ja, ist kein Thema. Ich hau die alle um. Ich soll, glaube ich, nur warten, ne, bis sie dann irgendwann antanzen. Ach ja, die will daran bekämpfen.
So, dann mischen wir die noch auf und dann, ja, ist die Folge auch schon wieder dem Ende geneigt. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge ist mir was runtergefallen. Wo ist es hin? Okay, suche ich nachher. Hä? Wo ist denn das hingefallen? Okay, wie gesagt, suche ich nachher. Moment, ich kann wohl sagen, ich habe doch mehr als 15 Leute. Haben wir nur 15 Infanteristen? Das ist aber nicht sehr viel. Wir haben 37 Bogenschützen? Okay, wir müssen unbedingt ein bisschen mehr auf Infanterie gehen, denn wir brauchen ja so einen Schildwall, der vor uns steht. Ach herrje, das war mir gar nicht so bewusst. So, follow cavalry after me! Das war mir echt nicht bewusst, dass unsere komplette Infanterie nur aus 15 Leuten besteht. Footmen, for troops, forward! Ich meine, ich finde das schön, dass wir so viel Bogenschützen haben, ne? Aber. Infantry, in der Stadt können wir nicht sehr viel machen, ne? Mit den Pferden. Ach komm, irgendwie kriegen wir die da schon klein. Au. Hab dich. Double charge! Ich würde sagen, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Lass dich anpieksen! Mann! Also. Los, alle ausschalten. Okay, für dich steige ich sogar extra vom Pferd. Na, komm her, hol dir eine Kopfnuss. Zack, hast deine Hängen. Der berittene Kriegsfürst, der zu Fuß geht. Hab dich. Hab dich. Halt, da hinten mal noch irgendwo einer. Irgendwo dazwischen. Mann! Na gut, ich glaube, wir haben alle erwischt. Schöner Loot. Wir haben drei Leute verloren. Ach herrje. Das ist viel mehr, als ich eigentlich eingeplant hatte. Na, einmal sind die platt. 1810 Taler mitgenommen. Schön. Ist Kleingeld, aber das nimmt man einfach mal so mit. Okay, so. Dann reiten wir hier nochmal kurz zurück. Dann schließen wir die Folge für heute ab. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an der ganzen Sache. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.